Sportlich, technisch interessiert und ein Teamplayer. Das ist Sebastian Spendling-Wimmer. Als Elektrotechniker mit Hauptmodul Energietechnik ist Sebastian mit der 3,5-jährigen Lehre bald fertig. Ich bin jetzt seit einem Jahr im Freileitungsbau und die 1,5 Jahre davor war ich in der Fernwärme. Und ich muss sagen, es hat mir gut gefallen, aber da gefällt es mir recht viel besser, weil du bist halt immer draußen, bist immer unterwegs, du siehst die Landschaften. Im Freileitungsbau gibt es das Bodenpersonal und die Steiger. Und wenn man als Bodenpersonal arbeitet, dann müssen wir halt dem Steiger die ganzen Sachen anhängen, was er braucht, zum Beispiel Lugerl, PK-Klemmen oder Pressverbinder, falls einmal ein neues Stickel zum Einpressen ist. Und wenn du als Steiger halt arbeitest, dann musst du halt abspannen, du musst Seilwechsel machen auch. Sebastian ist heute Steiger beim E-Mastwechsel. Bevor es an die Arbeit geht, muss die Leitung aber erst geerdet und gesichert werden. Dann geht's rauf auf den nächsten Masten. Hoch oben bindet Sebastian die Seile aus. Wir werden auch noch ein Stickerl in der Leitung flicken müssen, weil das beschädigt worden ist. Und da zwicken wir halt das Stickerl, was beschädigt ist, raus. Und pressen halt mit einem Verbinder und einem neuen Seil, füllen wir die Lücke halt wieder, dass das halt wieder geschlossene Leitung ist. Sobald das defekte Leitungsstück repariert ist, wird der alte Masten aus der Erde gezogen. Dann werden wir den Kran vom Unimog an den Masten anhängen, damit wir ihn rausziehen können. Und dann werden wir halt den alten Masten zerlegen. Das heißt, die alten Armierungen aber. Und die dann auf den neuen Masten rauftun. Dann müssen wir halt ein Mastdach, das ist halt ganz oben, das müssen wir auch noch festmachen. Dann wird der neue Mast aufgestellt. Und dann werden halt wieder die Seile aufgeschlossen, wieder einbunden. Seine Sportlichkeit kommt Sebastian im Job zugute. Du brauchst halt extrem viel Ausdauer und Kraft eigentlich, weil du eigentlich nur unterwegs bist. Du steigst deine 4-5 Mal am Tag rauf und runter und das geht halt in die Füße total. Und ja, und du darfst halt keine Höhenangst haben, weil das ist schon ein Härchen, wo du eigentlich oben bist. Da. Alle Infos zu Jobs bei der Salzburg AG finden Sie auf www.salzburg-ag.at/karriere.